Welcome back to another German Food Review, and it's rice time. Uncle Ben's, here's Uncle Ben's Chili con Carne. Hackfleisch, so your ground meat with vegetables. And it's done in 2 minutes, sounds good to me. And there should be red beans in it, or kidney beans, nice and corn. And 250 grams, okay, it's not a lot. Please focus, 250 gram per serving, all right, that's okay. Sometimes there's 125 on it, which is a joke. So, 430 calories, okay. 0.7 salt, not that high. Fat, 3.5 low, protein low, sugar low, everything is low. All right, 250 gram. Best before date, it's made by the Mars GmbH, interesting. Mars, Austria. Right, what's in here? Rice, 50%. Oh, come on, 5.3% beef. All right, okay, let's check that out in a second. 5.3%, yeah, you don't see beef on the image here on the serving suggestion. All right, what's the rest? Red bell pepper, 2.2%. Where are the kidney beans? I don't, maybe this here? What is that? Adzuki beans? Adzuki, I have no idea what that is. 3%. And jalapeno chili. Alright. Yeast extract, onion powder. Okay, and here's a different language. What kind of language is that here? Legumes? No idea. Yeah, it's very easy to make. Here. Yeah. I should just do that, do it a little bit, that's it, and now 2 minutes of microwaving, 700 watt, all right, or you could also cook it, but no, no way, back in a sec. So here it is, perfectly cooked in the microwave, and it's quite hot still. Okay, let's see, here's a platter, let's tear it open, like that. Okay, that's how it looks like. You can see the steam. Sniff test. It smells like rice. Okay. Let's put it on. Okay, let's massage it first. Maybe you should massage it before microwaving. Yes, I forgot that. Anyway, yeah, too hungry. I'm too hungry to focus. Oh boy, it's hot. Okay, massage it before you microwave it. That would be much easier, all right? Let's put it on here. Huh? Ooh, empty? Yes, good. Let's see. Okay. I can see mini beans. Very, very tiny beans. Okay. And there, I don't see meat. Do you see meat? Is there some meat somewhere? There must be meat somewhere. I mean, there are 5% of meat in it. Here's a piece, I guess. And that's all. Can you see that here? Piece of beef. Okay, let's do a thumbnail and then it's eating time. Oh, I ruined the Uncle Ben's. Anyway, that will work fine. So, let's try it. It looks like it's very hot still. Let's see. Here we go. Yeah, the rice is very nice. It's quite soft, but it's not too soft. Here we go. Oh boy, maybe I need a spoon. Yeah, the rice is really nice. But it doesn't really taste like chili con carne, right? It's more like just rice with maybe a little bit of spicy stuff. But of course there's no meat flavor, right? No meat flavor. Here we go. Mmm. Must be quite tasty.
$1.99, 250 gram. Yeah, don't call it chili con carne. I mean, carne, 5%, or 5.3. Yeah, more meat, or just call it chili rice or something like that. And it's not hot at all, actually, chili. Whatever, here you go. I like the rice flavor. And those beans are really tiny. Look at this here. Yeah, proper kidney beans. More meat. Then it would be maybe chili con carne. Here you go. It's very easy to make, and the rice is really nice. Great consistency. But the name is a fail. It's not chili, it's not carne. Oh, still snackable. Yeah, they could leave the meat out. It's completely useless, actually. But they have to add it, otherwise they couldn't put it on this here. Without preservatives, without additional color and so on. Sans colorant. Okay. Yeah, tasty rice, right? Though, okay, it's a thumbs up, but it's not really chili con carne. Whatever rice, like rice flavor, which is nice. So okay, thumbs up for the rice, and 99% for the chili con carne. All right, thanks for watching. I continue in German. Oops. So es gibt Uncle Ben's. Uncle Ben's, hier ist Uncle Ben's. Chili con carne soll das sein. Habe ich im Netto gesehen. Hackfleisch und Gemüse, was ist das für eine Sprache hier? Legumes, bestimmt anders ausgesprochen. Perfekt in 2 Minuten. Ja, das kann ich auch. Schafft jeder. 250 Gramm, diese Beutel sind immer nicht sehr groß. Aber diesmal geben sie auch 250 Gramm als Portion an, was natürlich richtig ist. Sonst haben die da immer 125 drauf geschrieben. Oder manchmal, keine Ahnung. So 430 Kalorien für den ganzen Beutel. Sollte es jetzt nicht so hoch, alles irgendwie niedrig. Wenn wir angucken, 3,5% Fett. Und ja, dampfgegarter Langkornreis mit Hackfleisch. Was sind denn Azuki-Bohnen? Ja, so mini-rote Bohnen, Kidney-Bohnen. Ja, alles sehr klein hier. Okay, es ist hergestellt von der, bitte fokussieren, Mars GmbH. Wusstet ihr das? Uncle Ben's gehört zur Mars GmbH. Haltbarkeitsdatum? Und das ist drin hier. Ja, Reis 50%, Tomaten und dann Rindfleisch 5,3%. Ja, Chili con carne. Und dann 5% Fleisch, okay. Immerhin ist da Fleisch drin. So, aber das könnten sie eigentlich auch rauslassen. Zitronensaft und 3% dieser Bohnen. Mais 3%. Hefeextrakt, Jalapeno, Chili. Ja, ist nicht scharf, kann ich schon mal sagen. Zwiebel, Pulver. Ich habe es vergessen zu kneten, wie immer. Und man kann es trotzdem reinmachen. Das wird genauso perfekt. Beutel 2 cm einreißen, das habe ich geschafft. 2 Minuten erhitzen habe ich auch geschafft. Fertig. Ja, gelingt immer. Das stimmt. So lecker und so einfach genießen. Ja, der Name. Okay, kommen wir gleich zu. Es gab noch mehr, aber ich habe ein Chili con carne, klingt immer gut. Aber okay, hier ist das Zeug. So sieht es aus. Das sind wirklich Mini-Bohnen. Ich mag rote Bohnen, könnten ruhig richtige Bohnen, richtige Kidney-Bohnen rein, große, aber okay. Es ist ja besser als das Fleisch. Hier seht ihr das, wenn es fokussieren will. Nein, will es nicht. Fleisch, okay, das ist nutzlos. Snifftest. Riecht irgendwie ein bisschen würzig. Wenn wir mal kosten. Ja, man könnte es mit der Gabel oder einem Löffel essen. Was würdet ihr nehmen? Ich nehme mal einen Löffel. Hier, go. Und was man erstmal sagen muss, der Reis ist sehr geil.
Ist jetzt weich, aber jetzt nicht so super weich. Macht Spaß, den zu kauen. Und es schmeckt auch nach Reis. Was mir sehr gefällt. Aber was mir nicht so gefällt, ist der Name hier. Chili con Carne. Da ist alles dran falsch. Ich meine 5,3% Carne, okay, Fleisch. Könnte man sagen, das ist noch klar Chili. Ist jetzt nicht scharf, aber könnten ja auch die Bohnen sein. Aber davon sind jetzt auch nicht so viel drin. Ja, klingt irgendwie aufregender als es ist, aber schmeckt trotzdem lecker, denn der Rest ist lecker. Aber der Rest ist so, der ist zwar hier drin, aber merkt man nicht so wirklich. Da ist ein Stückchen Mais. Here we go. Der hat 1,90 gekostet. Keine Ahnung, was das sonst kostet. Eigentlich könnten sie das auch für 99 Cent raushauen. Dann würde ich es nochmal nehmen. Hier seht ihr den Preis, 1,90. Der Reis schmeckt schon wirklich lecker, aber das drumherum, das könnte man auf jeden Fall noch ja, ein bisschen verbessern irgendwie. Normalerweise schmeckt man immer so Bohnen raus, aber hier nicht so wirklich. Ja, viel zu klein das Zeug und viel zu wenig drin. Und wenn ich schon so klein ist, muss man natürlich mehr reinhauen. Here we go. Aber insgesamt trotzdem lecker. Wenn man den Reis mag. Ja, ein bisschen, ganz bisschen würzig. Aber jetzt nicht. Ist kein bisschen scharf. Kann jeder essen. Auch super empfindliche Menschen. Ja. Wenn wir hier noch runterschaufeln, here we go. Ups. Okay, Chili con Carne. Ja, erwartet kein Chili con Carne, aber leckeren Reis. Schöne Konsistenz und super einfach zu machen. Schafft, wie gesagt, jeder. Ihr könnt es auch kochen, wenn ihr oldschool seid. Könnt ihr Knochen kochen. Ja, schön Energie verschwenden. Oh, ist hergestellt in Frankreich. Aha. 3 Tage im Kühlschrank. Wir hätten das 3 Tage im Kühlschrank auf 250 Gramm. Okay, viel Spaß. Naja, Daumen nach oben für den Reis. 99% für ja, Chili con Carne. Das ist nicht wirklich. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.